News und Talks für Gebildete. Ja, ein erster Nachtrag, also Weihnachtsgeschenk, Klappe die zweite. Was fehlte noch bei der Darstellung des Weihnachtsgeschenkes? Hier ist es. Also, auch wenn alles klappen würde, was Professor Sinn sagen würde und Deutschland sich total ruinieren würde und total ausbluten würde und die ganze Welt einen riesigen Wohlstandsverlust in Kauf nehmen müsste und so weiter, dann wäre eins von 1000 kapitalistischen sozialmarktwirtschaftlichen Problemen gelöst und alle 999 nicht, anderen nicht. Und also von daher, die ganze Welt würde also einen riesigen Wohlstandsverlust in Kauf nehmen müssen, weil sie ja immer noch sozialmarktwirtschaftlich weiterläuft. Und wir hätten trotzdem, also wegen einem Faktor, wegen einem Ergebnis des Kapitalismus, nämlich der Klimawandel, hätten wir dann einen riesigen Wohlstandsverlust weltweit mit wahrscheinlich sogar tödlichen Folgen in den ärmeren Ländern sozusagen, ja? Ja, denn angeblich ist ja der Hunger zurückgegangen in den ärmeren Ländern und die Hungertoten zurückgegangen durch die leichten Wohlstandsanstiege. Und wenn wir jetzt da den Wohlstand wieder reduzieren, dann haben wir da auch wieder Hungertote, ne? Und dann haben wir zwar weniger Klimatote, aber mehr Hungertote. Naja, schön. So, und deswegen, die Lösung lautet, und die Lösung hatte ich vergessen, dass natürlich die zweiten Scientists for Future 2 wollen ja sozusagen als die neuen Galileis die soziale Marktwirtschaft verlassen. Und ein erster Schritt, das zu verlassen, ist eben die Einführung von Wohlfühlnoten als zusätzlichen Wahlstimmen und die Einführung von den Gesundheitskostenerwartungskurven für jeden Bürger und die da im Vergleich dazu immer gesetzten oder zu betrachtenden tatsächlichen Gesundheitskosten. Das heißt also, um es jetzt mal, damit es ganz einfach formuliert wird, mein Wohlbefinden, über das ich dem Bundeswahlleiter regelmäßig Rückmeldung gebe und mein Gesundheitszustand verglichen mit dem, was bei meinen Vorerkrankungen und meiner Vorgeschichte und meiner familiären Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre, das entscheidet über die Gehälter und Verdienste aller anderen Menschen, die irgendwie mit mir in irgendeinem geschäftlichen oder kommerziellen Beziehung zu mir stehen. Und das bedeutet, dass das damit der Wesenskern, dieser erste Schritt raus aus dem Kapitalismus bedeutet, dass die gesamte Wirtschaft, die wir betrachten ja traditionell Konzerne und Unternehmen und so weiter, im Wesentlichen als unsere Feinde. Denn in der sozialen Marktwirtschaft machen die schlimme Dinge, setzen mit ihren Lobbyisten Dinge durch, die uns schaden und die uns ruinieren und so weiter. Und eigentlich ist die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise der Kapitalismus ein System, wo es einen gewissen Gegensatz gibt, einen Kampf Konzerninteressen gegen Menscheninteressen. Und der erste Schritt raus aus der sozialen Marktwirtschaft bedeutet, wir vereinheitlichen die Interessen. Meine Wohlfühlnote wird zum Wirtschaftsziel jedes geschäftlich Tätigen um mich herum. Mein Arzt ist nur noch interessiert, dass ich ein glückliches, kerngesundes, nie krank werdendes Leben führe. Und meine Lebensmittelhändler, bei denen ich einkaufe, meine Restaurants, in denen ich essen gehe, alle haben sie nur noch ein Ziel, dass ich mich immer wohler fühle und entsprechend immer bessere Wohlfühlnoten abgebe und dass ich immer seltener krank werde sozusagen.
Und so haben alle um mich herum, alle Konzerne, alle Firmen, alle, solange sie noch existieren sozusagen, alle nur noch ein Ziel, ja, und alle Aktionäre, denn die Konzerne sind ja alle eigentlich unbedeutend. Wir müssen uns klar machen, Konzerne, das sind Dinge, die können sich jederzeit verändern, die können größer werden, kleiner werden, abgebaut werden, Arbeitsplätze können von bestimmten Konzernen entlassen werden und dann übergehen in andere Firmen oder in andere Projekte in der Gesellschaft. Also das ist alles sehr flexibel. Entscheidend ist, dass die Aktionäre ihr Geld verdienen wollen und so weiter. Und wenn man die Aktionäre sozusagen entschädigt, hier das oberste Prinzip, ich fahre hier gerade mal hoch, das oberste Prinzip der zweiten Scientists for Future 2 ist ja auch hier, dass absolut jeder entschädigt wird, dass Dividenden von Aktionären großzügig staatlich unterstützt werden in der Phase des Unternehmensumbaus und so weiter. Also niemand wird geschädigt. Also das Besondere ist also, dass niemand geschädigt wird, alle mitgenommen werden. Also das ist das oberste Arbeitsprinzip der zweiten Scientists for Future, dass dieses ganze Gegensätzliche aufhört, sondern alle werden unterstützt beim Wandel und alle werden mitgenommen. Ja, und dadurch, also aber indirekt, also man kann sagen, jeder einzelne Bürger, egal ob er nun Milliardär ist oder der Ärmste in der Gesellschaft, bestimmt mit seinen Wohlfühlnoten, und mit seinen Gesundheitskostendaten quasi zum Herrscher über die Welt. Ja? Und endlich dient die Welt jedem einzelnen Bürger und versucht, das Leben des ärmsten Menschen in der Gesellschaft glücklicher und gesünder zu machen, soweit das geht, und das Leben jedes Milliardärs glücklicher und gesünder zu machen, soweit das geht. Ja, also das heißt, das ist die neue Perspektive, und es gibt auch andere, gäbe auch andere Techniken außer die Wohlfühlnote und die Gesundheitskostendaten. Das verdeutlicht nur diese Königsdisziplin sozusagen, Wohlfühlnote, Gesundheitskostenerwartungskurve und tatsächlich Gesundheitskosten. Das verdeutlicht nur, wo die zweiten Scientists for Future in all ihren Reformen hinwollen, nämlich dass jeder, der wirtschaftlich tätig ist um mich herum, ein vitales, echtes Interesse, freundschaftliches Interesse an meinem Wohlbefinden hat. Und das führt dazu, dass alle tausend Probleme verschwinden, dass der Krieg verschwindet, die Umwelt entgiftet wird, dass die Landwirtschaft völlig naturiert wird, also von Denaturierung zu Renaturierung sozusagen und so weiter, dass Bodenentgiftungsmedikamente entwickelt werden, dass alle, die Wirtschaft betreiben, ganz viel Geld dafür ausgeben, die Umwelt sauber zu machen und sozusagen die Menschen ein gesundes Leben bis 127 Jahre leben zu lassen, dem eigentlich natürlichen Sterbezeitpunkt von Homo sapiens. Das heißt also, das ist die Lösung, alle tausend Probleme des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft wegzukriegen. Ja? Also das heißt, das hatte ich gestern noch vergessen. Soweit also zu dem Weihnachtsgeschenk und der Lösung von gestern. So, und dann noch einmal der Kern, also die zweiten Scientists for Future 2 kreisen ja, wenn man die ganzen Artikel und Berichte und Presseberichte und so weiter liest, dann sieht man, dass die Anekdote vom alten China, also die evolutionsbiologische Anekdote schlechthin, die Kerngeschichte ist bei den zweiten Scientists for Future. Ja, das heißt also, die Geschichte, dass der Arzt im alten China angeblich so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf, also in der Kommune, alle kerngesund und glücklich waren
Und wenn auch nur einer unglücklich oder krank wurde, dann sprach das sich ja im Dorf ganz schnell rum und alle reduzierten zeitgleich ihre Geschenke an den Arzt oder an den Schamanen oder Heiler oder wen auch immer. Und der hatte deswegen nur ein einziges vitales Interesse. Wie kann ich quasi das Wohlfühlen und die Gesundheit dieses einen Menschen so schnell wie möglich wieder positiv gestalten und wie kann ich dafür sorgen, dass auch die anderen Dorfbewohner möglichst alle im ganz hohen Wohlfühlbereich und im ganz hohen Gesundheitsbereich sich weiterhin befinden, denn dann bekomme ich ja meine Geschenke regelmäßig weiter und kann davon sehr gut leben als Arzt im Dorf. Ja? Und diese Anekdote, wer diese Anekdote versteht, der hat etwas, was ich nennen würde, das evolutionsbiologische Gefühl. Denn diese Anekdote, die findet man ja nur deswegen gut, weil man sich klar macht, dass die Evolutionsprozesse unter solchen Rahmenbedingungen natürlich einen positiven Verlauf nehmen, während die Evolutionsprozesse und in unserem System, nämlich wo quasi der Arzt nur dann viel Geld verdient, wenn ich ganz häufig krank werde und chronisch krank werde und immer wieder krank werde und immer wieder kommen muss und so weiter und immer wieder vor allem behandelt werden muss. Ja, das heißt, das ist genau der Punkt. Wer diese Anekdote gut findet, hat ein evolutionsbiologisches Gespür dafür, dass die Evolutionsprozesse unter solchen Rahmenbedingungen positiv verlaufen und die Evolutionsprozesse unter unseren heutigen Rahmenbedingungen einfach nur abgrundtief negativ verlaufen und verlaufen müssen, sozusagen. Ja, das ist der Punkt. Nochmal kurz erklärend, also dieses evolutionsbiologische Gefühl, ja, das ist eben das ist das Gefühl und Wissen dafür hier. Da ist zum Beispiel ein Raubvogel jagt Hasen oder Kaninchen und im Wald und im Feld zum Beispiel sind die braun-grauen Kaninchen sozusagen, werden vom Raubvogel mit seinen Superaugen, mit seinen Adleraugen schlechter gesehen, während eine Mutation, also ein Mutante mit einem weißen Fell oder andersartig gefärbten Fell gut sichtbar ist, sich gegen den Hintergrund und abhebt, also keine Tarnfarbe ist und dann besonders häufig gefressen wird vom Raubvogel. Dadurch sterben die weißen Kaninchen aus und in Feld und Wald passen sich sozusagen die braunen Kaninchen passen also da besser rein und haben eine größere Überlebens- und Ausbreitungswahrscheinlichkeit und eine größere Wahrscheinlichkeit, Enkel zu hinterlassen. Das ist immer das Entscheidende. Wer hinterlässt Enkel sozusagen und Urenkel? Und im Hochgebirge ist es genau anders. Solange der Klimawandel noch nicht voll zugeschlagen hat, gibt es dort ständig Schnee. Und dort ist es so, wenn dann eine Mutation auftritt mit einem weißen Fell sozusagen, dann wird die von den Raubvögeln und so weiter schlecht gesehen und können sich ausbreiten, sich vermehren. Wenn dann mal wieder eine Mutation oder irgendeine genetische Neukombination, Rekombination, was auch immer, genetisch Material neu gemischt wird sozusagen, die Karten neu gemischt werden und mal wieder ein braunes Kind entsteht, dann wird das natürlich auf dem weißen Schnee sehr gut gesehen vom Raubvogel und dann sterben sozusagen dieses neue braune genetische Material sozusagen stirbt aus und die Weißen bleiben übrig. Und so passt sich auch jede Art in jeder Region sozusagen an die Bedingungen an, die da gegeben sind und so weiter. Das ist so viel zum evolutionsbiologischen Gefühl. Dann vielleicht hier, war da noch nicht noch was? Naja, da muss doch noch was sein. Ja, also eben, wie gesagt, studiert mal alle die moderne Evolutionstheorie, Rekombination, Mutation, Selektion. Einfach mal googeln und bei YouTube alle Videos durchschauen und so weiter. Denn wie gesagt, ohne so viel auch zu AfD und Konsorten vielleicht jetzt schon mal vorab gesagt,
AfD, bitte liebe AfD-Politiker und alle, die so im Internet quasi das gesamte Internet fluten mit ihren eher rechten Thesen sozusagen. Macht euch klar, alle eure Thesen sind antiwissenschaftlich, sind schlicht und einfach die Unwahrheit und stimmen alle nicht, weil sie in ganz vielerlei Hinsicht sozusagen evolutionsbiologisch nicht haltbar sind, dem Naturgesetz von Mutation und Selektion beziehungsweise Variation und Selektion widersprechen und deswegen pseudowissenschaftlich sind und ihr könnt am Ende sozusagen alles nur zerstören. Ja? Es reicht nicht, wenn man vielleicht in ein, zwei Punkten irgendwo recht hat und aber dem Rest einfach nur eine kranke Gesellschaftsform aufbauen will oder vielleicht sogar wirklich so was Verrücktes wie ein Führerstaat, eine Diktatur, was kein vernünftiger Mensch eigentlich wollen können kann oder sozusagen. Also liebe rechte Internetler sozusagen, vergesst eures, bildet euch erstmal, ihr seid ungebildete, unfähige, inkompetente Leute und würdet die ganze Welt und die ganze Erde nur ruinieren mit euren Fehlkonzepten, ja? So, und dann hier, ja, bei den Scientists for Future 2, zweitens Scientists for Future ist ein bisschen was neu hier, da, die haben das neu gruppiert, ihre Professoren und so weiter. Hier sieht man also nochmal, das ist das, was ihr studieren müsst, Kopernikus, Kepler, Newton, Galilei, Newton, selbstverständlich. Dann haben die dazu ergänzt, hier aktueller Stephen Hawking zum Beispiel, wenn man das sollte man schon mal 10 Jahre studieren, dass man dafür ein Gefühl kriegt, wie die Welt wirklich ist. Und dann hört man auch mit diesem Flacherdler-Mist auf sozusagen und all diesem anderen geistig reduzierten Theorien. Und dann eben, wie funktioniert Leben, Mendel, Wallace, Darwin, das kennen wir schon. Und dann haben die aktuellen, auf die sie sich beziehen, dazu getan. Das sind alles Professoren, die sie also auswerten, die zweiten Scientists of Future 2, also auf die ganz großen Namen der Wissenschaft, das sind die aktuelleren Namen, erstmal die zwei Damen, Ladies First, die berühmten Professorinnen Hirdi und Hawkes, ja, und wenn ihr das nicht kennt, dann studiert mal 20 Jahre Wissenschaft, dass ihr erstmal überhaupt, und dann könnt ihr bitte schön, liebe AfD und so weiter, dann könnt ihr anfangen mitzureden, ne? Und vorher solltet ihr einfach den Mund halten und eben die fähigen Leute ranlassen. Ja? Und dann Professor der Wrangham, der bekannteste Anthropologe, ich lese sie nur kurz vor, das sind für mich alles ewig bekannte Namen, Wrangham, Schrenk, Franz de Waal, Bonobo-Forscher, ja? Dawkins, Sommer, Voland in der Tradition von Vogel, Lorenz und Eibelsfeld, Trivers und Hamilton, ja, das ist Wissenschaft, ja, und alles andere, Maya Göpel, ja, liebe Frau Maya Göpel, wieder ein Video mit Maya Göpel, Scientists for Future erschienen, ja, Leute, 30.000 inkompetente Wissenschaftler, die das alles nicht wissen, ja, also Maya Göpel, studieren Sie mal 20 Jahre hier richtige Wissenschaft und dann erst reden Sie mit, wenn es um Gestaltung von Gesellschaften und von Menschen geht und ansonsten lassen Sie Ihre Finger davon. Ich habe Ihre Videos alle gesehen und kann das nur schwer ertragen, wie jemand so inkompetent in Wissenschaft sein kann und trotzdem meint, er könnte überall mitreden und mitplappern sozusagen. Fürchterlich. Ja. Dann haben wir hier noch sozusagen, ja, das war es im Prinzip. Also liebe Rechte und liebe Scientists for Future, widmet euch erst einmal richtiger Wissenschaft, studiert erstmal richtige Wissenschaft. Guckt, man kann sich dann natürlich noch angucken, wer hier sind ja noch viele andere Professoren, auf die sich die Scientists for Future 2 beziehen, also auf was sich die Scientists for Future 2 beziehen, die zweiten Scientists for Future 2 beziehen, sieht man immer daran, wenn da kein grünes AW ist, dann die AWs sind ja die aktiven Mitglieder, das sind dann die, auf die man sich bezieht und das ist sozusagen
Ja, liebe Leute, studiert das doch erstmal 50 Jahre, bevor ihr meint, über Gesellschaften mitreden zu können, ja, sozusagen. Ja, so viel für heute am ersten Weihnachtstag. Bis morgen, tschüssi oder bis später.